Ja, aber jetzt meine Orange-Friese hier. Ja, ist nicht ganz flächendeckend. Wie da letztlich noch mal vortragt sind. Das ist so, als was ein indischer Guru ist gekommen. Gesagt hast du mir den Prophet, der aus dem Wasser kam. Geheißen hat er Badwan. Hat er doch von dem Feng Hui erzählt. Feng Hui hat gesagt, er käme mir einmal den Gadegen richtig einstellen. Kommst du auf, gell? Der kommt. Hat er den Gadegen gesehen und gesagt, ja. Also die Türen müsste ich gescheiter von Süden gegen Westen nehmen. Ich habe gesagt, ja, du bist der glatte Kobe. Dann muss ich mit den Kühen den ganzen Mist aufbauen zu drehen. Dann hat er gesagt, ja, und gib mir gewähren, wenn ich hintergehe, der Mann, so ein Loch offen hätte, dass der Drache da durchkönne. Ich habe gesagt, ja, mein Drache, der kommt auch durch die Tür. Das heißt, es war eine negative Strahlung. Du hast die Zahnendätung an den Gaden gekommen. Siehst du, das ist der Drache mit der negativen Strahlung. Ich habe das natürlich gehört und zu dem Guru gesagt, er geht die Geschwister mal ins Schlafzimmer aufgelogen, auf welche Seite, dass er zu Nest kehren müssen. Dann gibt es auch wieder mal ein bisschen mehr Betrieb da oben. Dann hat er gesagt, ja, Wunder können er keine machen. Dann müsste man den Ehren gehen, Urdob.